Yo, Boys. Heute zeige ich euch meine Weekend League und meine Division Rivals Rewards. So, dann sind wir jetzt hier. Fangen wir an mit den Division Rivals Rewards. Nehmen wir hier Option 3 wieder. Das dürften die gleichen Packs wie letztes Mal sein. Also insgesamt ein Wert von 200.000 Coins. Bestätigen wir. Wieder Liga 4 Rang 2 abgeschlossen. Ich musste zusätzlich zu der Weekend League noch, ja, weiß nicht, 6, 7, 8 Matches spielen. Dann hatte ich das auch alle schon. Gucken wir jetzt hier mal im Shop. Genau, zwei Jumbo Premium Gold Packs. Die sind D15K wert. Seltene Spielerpacks sind 50k wert und Megapacks sind 35k wert. Da fangen wir hier wieder bei den Loweren an. Also ein Walkout aus denen wäre wirklich schön. Eigentlich wie immer. Walkouts sind immer schön. Oh Gott. Den hatte ich sogar schon, den guten Defrel. Ich habe auch jetzt genug Platz auf der Transferliste. Pack Nummer 2 geht auf. Oh, wieder kein Board. Italien, Ei, komm. Ist nicht der Rede wert. Wird einfach hier geskippt. Kann auch, denke ich mal, nichts Gutes hinter sein. Gucken wir mal, ob hier vielleicht noch Teamfitness dabei ist. Einmal Teamfitness und noch ein Goldpack dazu. Das Goldpack machen wir jetzt auch direkt mal auf. 5k Pack, glaube ich. Gucken, ob da überhaupt ein Rare-Spieler drin ist. Oh, ist sogar. Aber auch wieder nichts hier, was der Rede wert ist. So, dann kommen wir jetzt hier zu den 35k Packs. Hier wenigstens mal ein Board. Ja, Kommando ist schon okay. Ein 83er im Pack in einem 35k Pack ist schon okay. Mal gucken, ob hier noch ein paar Duplikate sind. Es sind sogar noch einige. 35k Pack Nummer 2 geht auf. Oh, diesmal nicht mal ein Board. Aber wenigstens ein 82er. Dann haben wir 1000 Münzen, die nehmen wir mit. Ja, jetzt kommt ihr zu den guten Packs. Guten 50k Packs. 12 Spieler, alle Gold, alle selten. Nummer 1 geht auf. Komm bitte jetzt. Wenigstens auch nochmal eine Inform oder so. Am besten einen guten Jordan. Das wäre nett. Board, Japan, oh Kagawa. Ein 83er, zwei 82er und sehr, sehr viele Duplikate. Oh Mann, ey. Aber versuchen wir auch alle auszutauschen. So, und dann geht jetzt das letzte Pack von den Division Rivals auf. Ich glaube, letzte Woche habe ich schon nur eine Inform gezogen. Naja, diese Woche kein Walkout. Wenn jetzt eine Inform kommt, dann wäre sogar noch halbwegs okay. Wieder an Bord. Portugal RM. Quaresma. Ah, 84er. Kann man mit zufrieden sein, aber im Endeffekt habe ich nur, glaube ich, ein 84er gezogen und ein paar 83er. Das war's auch schon. Hoffentlich werden dann jetzt die Weekend League Rewards besser. Weekend League habe ich leider nur Gold 2 abgeschlossen. Ich hätte aus meinen letzten drei Spielen 1 gewinnen müssen. Habe im letzten Spiel eine 2-0-Führung verspielt. Ja, und im Endeffekt dann die letzten drei alle verloren. Echt bitter, weil ich habe echt gut die Weekend League eigentlich gespielt. Aber kann man nichts machen. Vielleicht nächste Woche wieder. Ah, jetzt haben wir uns die Informs nicht mehr angeguckt. Aber ich hätte gerne natürlich die High-Rated, Auba, Aspas oder so. Oder Torunariga, wenn es geht. Gucken wir einfach mal. Ein 85er oder Torunariga. Ich als Hertha-Fan muss Torunariga nehmen. Auch wenn der vielleicht später nochmal kommt. Aber da ist es mir ein 85er nicht wert. Oh Mann. Und jetzt ein Chicharito noch. Also ich hätte einen 85er, 84er haben können. Aber das ist es mir nicht wert. Weil als Hertha-Fan nehme ich hier lieber die gute rote Karte. Weil die 85er, 84er, so Soleimani und Valeri, glaube ich, die wären niemals in mein Team gekommen. Auch nicht als Super Sub. Höchstens für SBC. Und da ist mir der gute Air Jordan lieber. So, die packen wir in den Club. Dann gehen wir jetzt hier in den Shop. Dann gibt es hier einmal ein seltenes Goldpack. Das ist ein 25k Pack. Und ein seltenes Megapack. Das ist ein 55k Pack. Fangen wir wieder mit dem niedrigsten an. Seltene Goldpack geht auf. Board, Spanien, das kann sehr. Ilaramendi? Ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn irgendwann mal ein SPC kommt mit recht hohen Anforderungen, dann wird der, glaube ich, auch im Preis steigen. Auch noch zwei Teamfitness. Das ist auch gut zu gebrauchen, weil ich jetzt mit einem Team spiele. 55k Pack Nummer 1 geht auf. Komm, bitte unten das schwarze Zeichen.
Wieder nicht. Also eine komplette Weekend League ohne Walkouts, das wäre, glaube ich. Oh. Sanchez, mal gucken, ist 23k wert sogar. Das ist doch ein netter Pull. Also mein bester Pull hier auf jeden Fall. Ist sogar bestimmt mehr wert als einige Walkouts. Aber ich glaube, wenn ich keinen Walkout kriege, wäre das die erste Weekend League und die Vision Rivals, also die Reverse davon, indem ich keinen Walkout kriege. Und jetzt das allerletzte Pack hier in dem Video. Seltene Mega Pack geht auf. Oh, da ist er. Der gute Walkout. Oh. Spanien, ZOM, ah, Silver, oder? Na gut, 89er Karte. Ist schon gut, da auch jetzt ja der Sterling SPC ansteht. Also höchstwahrscheinlich wird der Sterling Spieler des Monats. Da ist der 89er eigentlich echt gut. Kostet aktuell 42.000 auf Xbox. Aber den werde ich behalten. Wenn Sterling kommt, wird er, denke ich mal, hochgehen. Guck mal hier nochmal, ob hier Team Fitness drin ist. Sogar noch viermal. Also müsste ich eigentlich ausgesorgt haben für die Weekend League. Ja, das war's dann auch mit den Rewards hier. Player Picks waren okay, da ich, wie gesagt, Jordan bekommen habe. Und die Packs, na, untradable hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser gewünscht. Wenigstens mal ein 85er oder ein Walkout oder ein Inform oder so. Aber kann man nichts machen. Vielleicht nächste Woche dann wieder besser. Oder wenn jetzt irgendwie Top-Partien kommen. Vielleicht ziehe ich da mal was Gutes. Ja, da sage ich, haut rein und grüß die Mutti.